Zahlen. Wir hatten im letzten Jahr knapp 300. Die besondere Steigerung in diesem Jahr ist im Staffelbereich. Wir haben 7 Zweierstaffeln, genau die gleichen wie im letzten Jahr. So, wer jetzt sichtlich überfordert ist, also sich auf allen Vieren bewegt, und durch den Rennarzt, der jetzt wieder da ist, gut, kann durch den Rennarzt Weiterlaufverbot kriegen. Wenn er gut, wenn es dunkel ist, dann entscheidet ihr bitte selbst. Stürzt ihr, das sage ich jetzt mal ganz profan, ohne Lampe, dann fahren wir an euch vorbei. Stürzt ihr mit Lampe, werden wir euch helfen. Ich hoffe, dass ihr mich das. Mit ihrem Vater bei dem seiner Verwandtschaft jetzt im Ruhrgebiet gewesen eine Woche. Und die wird morgen, wenn er vom Ruhrgebiet nach Berlin zurückfährt. Ja, Pasta-Party ist schon fast vorbei. Eine leckere Nudeln, ein gutes Bierchen und ja, es ist ganz schön warm hier. Mal schauen, was morgen so geht. Läuft. Abend, liebe Freunde des gepflegten Dauerlaufs. Jetzt will ich euch erstmal begrüßen. Wir sind in Berlin. Morgen früh steht der Mauerweglauf auf dem Programm. Jetzt gehen wir noch ein paar Stündchen im Hotel schlafen. Gibt es ein gutes Frühstück. Ja, morgen früh treffe ich mich mit dem Stulle dann im Jahnpark und vielen anderen. Ja. Geht's los. Hier müssen wir nicht reinfahren. Alles klar, alles fit, ist die Frage. Tja, 100 Meilen. Schon ein bisschen nervös, ne? Wenn das wohl vorbeigeht, das mit dem nervös sein. Schauen wir mal. Schönen guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Wie ist deine Stimmung? Das wollte ich dich als erstes fragen. Wie fühlst du dich? Ist dein erster 100-Meilen-Lauf? Ja, also bis vor kurzem war ich noch ganz ruhig. Ich wusste, wie das Mikrofon ins Gesicht gehalten hast. Aber ich bin froh und Gutes und ich hoffe, dass ich das heute gesund durchstehe. Okay, wir werden nachher die Läuferinnen und Läufer kurz vor dem Start signalen mit einer Hymne, mit der offiziellen. Vorbereitung, 5 Minuten Zeit, gute 5 Minuten bis zum Start. Und ich habe es schon versprochen, die Hymne, die offizielle, seit diesem Jahr komponiert von einem der Teilnehmer vom Sportwarte LG Mauerweg Berlin. Herzlichen Dank dafür. Nämlich Andreas Opaniak hat sie komponiert und da hören wir jetzt rein, die offizielle Hymne. Aber bevor wir das tun, noch ganz kurze Worte von unserem Hajo. Hallo, guten Morgen, liebe Läuferinnen und Läufer. Ich stehe jetzt hier ein bisschen versteckt im Moderationsraum. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt geht's los. So, los geht es. Ist ja eine Aventura. So.
Klasse! So. Okay. Ja, aber du siehst gut aus. Ja, erste VP. Mit einem Schlückchen Wasser. Ja, alles gut, ne? Jetzt laufen wir erstmal. Halbes Stündchen. 6,6. Der Stulle ist schon vorne weg. Und dann will ich den gleich mal einholen wieder. Morgen. Ist er wieder der lustige Stulle. Hat heute wieder einen spaßigen Tag. Mal gucken, was passiert. Neuland. Ja, wir haben schon 11 Kilometer hinter uns. Jetzt können wir mal schnell einen Dreisatz machen. Ein Zehntel. So ein Fünfzehntel. Noch auf dem Weg nach Norden. Aus Berlin raus. Gerade am Märkischen Viertel vorbei. Was ich nur aus den Gangster-Rap-Erzählungen von der Lehre kenne. Ich weiß nicht, wer von diesen Bagaluten aus dem Märkischen Viertel kommt, ob Sido Bushido oder Straßenbande, aber einer von diesen Typen kommt da auf jeden Fall her, das habe ich schon mal gehört. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum der Stulle so weiß ist am Ohr und im Gesicht, warm werden und sonnig. Also wir hatten heute Morgen um 6 die Außentemperatur vom Taxi. Hat schon, also wie gesagt, nee, es war ja nicht 6, war ja stark. 5 hat 25 Grad angezeigt. Was ja durchaus eine Nummer ist. Ja, es ist im Moment ganz nett, leicht bewölkt, das ist ja schon mal schön. Wir sind im Moment ein bisschen flott unterwegs, aber da oben in 3,50 Meter Höhe, so hoch wie die Mauer war, hängen die Schilder vom Berliner Mauerweg. Allerdings müssen wir ja den Pfeilen auf dem Boden folgen, weil der allgemeine Läufer guckt ja eher immer auf den Boden, in die Luft. Zumal zwar die Mauer kommentieren, aber das kommt ja auch auf 100 Meilen, sprich 160,9 Kilometer kommen sollen. Genau, dafür laufen wir dann noch eine kleine Schleife. In der Nähe von Nordfahrland, da, wo wir das Wasser nicht queren können. Das mal vor 2000 Jahren gemacht, bin übers Wasser gegangen, das war ein großer Erfolg, aber das klappt halt auch nicht jedes Mal. Naja, sind wir schon am zweiten VP. Vielen Dank. Danke. Wasser zum Nachfüllen? Alles noch gut. Okay. Hm. Ich habe hier noch einen Becher, den müsste ich mal entsorgen, ne? Dankeschön. Ja. So, hier piept's immer. Ja, genau. Zeitnahme. Ja, weiter geht's. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Ja, du hast doch eine Muse gesehen, ne? Haben wir, ja. Kannst du genau. Auch nicht lassen, ne? Was? Kannst du auch nicht lassen. Warum? Na ja, 14 Tage später schon wieder hier. Tja. Guten Morgen.
Guten Morgen! Ein wenig aber nur, ne? Schule, man kennt dich hier. Mich? Guck mal, hier ist aber ein netter VP. Guten Morgen. Oh, hier sieht's aber lecker aus. Ja, bitteschön. Wunderbar. Lecker. So, netter VP. Euch auch, ne? Ja, tschüss. Tschüss. So, 23 Kilometer, sagt der, Hallo. Hi. Alles gut? Gut. Okay. I'll try. Okay. I'll try. Where are you from? Italy. Okay. Rome. Oh. Schule hatte gerade böse Ideen. Er wollte gar nicht mehr laufen. Er wollte das Gerät kapern. Ohohoho. Hallo. Hältst du mal bitte die Kamera eben? Ja. Okay, kein Problem. Hallo. Genau. Super. Herr Christoph ist vorbereitet. Er hat ein... Oh, die ist schon ganz nass hier. Ja. Komm, da ist ein Kittel. Guck mal. Na? Ah, so, Entschuldigung, unbedingt. Kommst du so ran? So, hier ist nämlich meine Hotelkarte noch. Gut, tschüss. War schön bei euch. Vielen Dank. So. Rechts. Um. Bitte? Hallo, was war das hier früher? Das war Invalidensiedlung, ist das hier. Aha, ja, interessant gebaut so. Ja. Schon vom Vormkrieg oder? Ja. Und dann als Siedlung aufgebaut, oder? Ich würde ja jetzt mal sagen, das ist hier die Trailrunning-Anlage. Aber das könnte auch für Fahrradfahrer sein. Also so BMX-Fahrer oder so vielleicht. Jungs, ihr seid auch im Rücken ein bisschen durchgeschwitzt, würde ich sagen. Sprudelwasser, Cola, Apfelschorle. Und das alles fein, das Herzchen hier. Auch nicht. Alles schon aus. Nach dem letzten Stand aber Moin. So schwer im Magen. Ach so, na dann. Sind wir schon verbrannt wieder. Na dann ist ja. Wasser? Puff hat's gemacht. Ja, auch gelb und dickflüssig, aber es kam was. Oh. Ja, bei mir war es noch schön hell. Es lief gut. Also, der Flüssigkeitshaushalt, obwohl ich ja schon zwei Liter Kaffee heute Morgen getrunken habe und jetzt unterwegs wahrscheinlich auch schon 2 bis 3 Liter. Ja, man muss bei dem Wetter richtig immer viel trinken und, was auch sehr wichtig ist, der Salzhaushalt muss im Auge gehalten werden. Der Veranstalter schrieb ja vor, immer wenn man eine Verpflegungsstation verlässt, muss man 1,5 Liter Getränk dabei haben, damit man unterwegs nicht verdurstet. Bei 1,5 Liter habe ich gedacht, da könnte man sich dann in dieses Halfjahr, was ich umhabe, ja auch gut immer 1,5 Liter Bier reinstecken. Ja. In entsprechendem Gefäß dann. Da, so eine Büchse Binding oder so. Von diesem Edel springt jeden Schädel. Aber wir haben ja gestern Abend auch schon gelernt, dass hier im Münchner Hofbräuhaus in Berlin Pilz genau das gleiche ist wie in Helles.
ganz, 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 ganz bitter. Ganz bittere Tour. Ich schub ihn davon. Ja. Einer bestimmt einen Pilz. Und dann eben ein Helles. Das ist bei uns das Gleiche. Sagt die Bedienung in der Lederhose. Gute Bedienung ist halt auch schwer zu kriegen. Schön hier. Da habe ich auch einen guten Windzug, fällt mir da gerade ein. Dortmunder, Kölner und Düsseldorfer Kneipe am Tresen. Ja. Kölner bestellt sich einen Kölsch, Düsseldorfer ein Altbier, der Dortmunder Mineralwasser. Gucken die beiden ihn an, fragen: Hä? Was ist mit dir los? Ja, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins. Aber passend zum Thema. Ja. So, der erste Wechselpunkt, Kilometer 33. Das heißt auch, unser erstes Täschchen. Alles frisch, alles bestens. Der Stulle ist schon wieder los. Dabei wollte ich ja mal eben Irmild und Julia anrufen, weil ich den falschen Akku drin habe. Ich muss mal gucken, dass ich einen zweiten Akku irgendwie noch an Land kriege nachher. Da war wenig Schatten. Ja, ich habe auch schon unruhig. Das ist nicht einfach feiern. Immer die Gedenkstelen hier der Mauer entlang. Alles gut, Wetter schön, Stimmung gut, es läuft. Ah, ganz Verpflegung, Kilometer 46,21. Und das sieht wieder so lecker aus. Cool. Super. Fast. Was können wir denn essen? So. Ja, müssen genau. Wir hier gerade einmal kleine Schlaufe laufen. Das sind die Transponder hier. Beziehungsweise die zweiten Arme. Jetzt geht's weiter. Dankeschön. Viel Spaß noch. Ja, gleich rechts rum. Ja, danke. Hey! Jungs, ihr seht gut aus! Ja, genau, ich auch. So, wenn ich mich nicht irre, haben wir die 50 Kilometer passiert. Ja, hier auf die 53, was dann ein Drittel wäre. Aber die 50 unter 5 Stunden, das ist schon mal ein Brett, würde ich sagen. Laufen sie, glaube ich, mittlerweile 3,5 Stunden vorm Zeitlimit. Ich glaube, der nächste VP ist auch bei 53. Kann das sein? Es ist aber zumindest sehr schön, angenehm zu laufen hier so ein bisschen im Schattigen. Und wir vorhin zwischendurch mal so in der prallen Sonne liefen. Und so ein kleiner Vorgeschmack heute Nachmittag. Kilometer 51,9 im Schatten ein wenig hier. Kleinen mobilen Dusche und dem einen oder anderen leckeren Snack geht's jetzt weiter.
über Mahnmale von Flüchtlingsopfern. Schon ein wenig bedrückend immer mal wieder. Ist schon schön, dass wir hier so laufen können heutzutage. So, die ein oder andere kleine Bergwertung ist auch hier drin. Schön ländlich hier alles. Tja. Kühl ist anders. Nein. Doch, alles gut. Warum wollt ihr an die Seite gehen? Weil man da so was nicht bei braucht. Doch, ihr dürft ja. Hoppala. Ja, Wasser ist auch gut. Wasser, ein bisschen Wasser in die Flasche vielleicht. Hier vielleicht Wasser rein, das wäre sehr nett. Gerne doch. Hältst du die ganze Zeit deine Kamera hoch? Nee, dann hätte ich ja schon einen lahmen Arm, oder? deswegen oh, habt ihr hier alkoholfreies Pilz vielleicht auch? Nee, aber Radler oder normales? Ja. Was, ja? Also Radler alkoholfrei? Oder nee, normales Radler. So, das war Kilometer 58 und eine Stunde und 6 Stunden und ein paar Minuten, glaube ich, ne? Ja, genau, 6 Stunden 6. Alles gut. Gucken wir hier mal wieder über die Straße. So, jetzt aber. Dankeschön. Ah, weiter geht's, ne? Ja, soll ich noch was sagen? Im Moment fällt mir nichts ein. Der Stunde ist schon mal ein Stück vorgegangen. Macht Powerwalking im Moment. Ich gehe mal da vorne bis zum Mülleimer, bis ich meinen Becher wegschmeiße und dann laufe ich mal wieder. Hallo, hallo. Und die Nummer 6, 33? 33, ja. Oh, was ein Buffett. Genau. Und die 93. Ah. Cola. Oh, saure Gurken, das ist gut. Danke. Was kriegst du? Aber die Stadt noch nicht. Nee, aber ich habe eine Leute von hier. Guck mal, die Dinger. Und dann machen wir schon so sein. Nach 20 Meter waren die dreimal rausgeflogen, weil ich sie wieder zurückgebracht habe und gesagt, komm. Hier ist es schön. Könnte man eigentlich bleiben, ne? Kerstin ist das. Und jeder mit Namen persönlich. Siehst noch gut aus, Kerstin. Muss es auch bei Kilometer 63, oder? Wir sehen doch alle noch gut aus, oder nicht? Ja, na, selbstverständlich. Und ihr erst. Schon schwer, weiterzulaufen, ne? So einer Gastfreundschaft. Ehrlich. So, wir haben 63, und. Komischerweise hat meine Uhr vorhin einmal zack, Aussetzer gehabt. Und ich hatte 68 Kilometer auf der Uhr. Das reißt mich natürlich jetzt irgendwie durcheinander. 3. Also 5 Kilometer draufrechnen. Der nächste ist in 7 Kilometern. Naja, alles wird gut, ne? Es geht uns schön gut. Wir sehen alle gut aus noch, ne? Ja, das sowieso. Kilometer 68. Kleine Bergwertung zwischendurch. Ist ja schön, wenn man Schatten hat, aber diese Kiefernwälder sind nicht wirklich kühl. 71 Kilometer, nur noch 90. Ja, meine 34 erreicht. Aber wir sehen noch gut aus, oder? Aber ich freue mich jetzt, im VP zu sein und auch mal einmal vielleicht ein bisschen waschen. Ich bin noch unschlüssig, ob ich ein
neues T-Shirt anziehen soll. Naja. Ole, ole. Es geht uns gut. 33. Wo ist sie denn? Ach, da hinten ist sie. Weg ist sie. 33. Genau, danke schön. Da, das kühle nass. Warte mal, ich stelle mal hier hin. Erstmal. Perfekte, das perfekte Mittel gegen Wespen. Ja. Brennender Kaffee. Bis jetzt funktioniert es doch. Ja. Also, meine Erfindung, nein, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat dabei. Ich finde es super und es riecht auch echt gut. Vielleicht macht es sogar noch High. Ja, wir sind schon hier etwas. Echt? Na klar. Okay, oder liegt es am Bier? Nein. Ja, schön, angenehm, ich sehe so ein bisschen im Laubwald, wobei die Sonne insgesamt auch weggegangen ist und es ein wenig windig geworden ist. Traf uns doch ein Mädel, was uns vom Brocken kannte, die beiden Kürbisse. Ja, so klein ist die Welt. Ja, ach, sehr schön euch zu sehen. Ja. Hallo. Hi. Ach, ja. Ich weiß gar nicht. Können wir Kaffee anbieten? Hm? Kaffee hoch, das ist gut. Wie spät ist es eigentlich? Vielleicht ist es ja schon bei Zeit. Kurz nur eins. Kilometer 77 war das ja jetzt, die Verpflegung. Oh, die war herrlich. Es gab Kaffee und Kuchen. Da musste ich doch glatt erstmal zuschlagen. Mit 4 Stückchen. Jetzt geht's weiter hier. Also rechnen geht noch. Alles gut. Hey ho! Pferdestall! Das läuft noch, ne? Die Pfeile. Immer den Pfeilen nach. Aber da es in Berlin viele Pfeile gibt, immer nur den Pfeilen mit den 3 Punkten. Und ihr seht, so, gibt es schon ein bisschen Regen. Gucken, ob das kühler wird oder nur schwüler. Hoffen wir mal. Ja, weiträumige Sperrung um den Schlosspark Sanssouci, wo tut wie gut, dass wir zu Fuß unterwegs sind. Und sehen wir noch gut aus? Ich glaube schon. Fängt jetzt an zu regnen etwas fester. Das ist eigentlich ganz schön. 83, nur noch 78. Sprung. Ist doch ein Klacks, oder? Hallo. Mahlzeit. Hallo. Das Blöde ist, die Batterie ist gleich leer. 86 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, 87. Ja, alles gut. Und ja, so ein Liter Biergarten wäre jetzt auch nicht verkehrt, aber wir laufen halt noch ein bisschen, ne? Beziehungsweise haben wir hier einen Grund.
Der Akku ist wieder voll. Ja, liebe Freunde, es war ein bisschen schwierig. Kilometer 86 war der Akku leer. Und die Lieferung des zweiten Akkus liegt auf dem Wagen, sodass auch eine Menge Elend erspart geblieben ist. Auch schöne Momente. Ja, wir haben Sonntagmorgen 9 Uhr. Ich habe so ein Stündchen geschlafen. Alles gut, die ein oder andere Blase. Die 100 Meilen sind verbracht, in 22 Stunden 18 Minuten. Das heißt, wir spatteln. Und ja, jetzt gibt es erstmal ein Cappuccino, vielleicht ein Brötchen noch. Dann hat es super geiler Lauf. Mit allen Höhen und Tiefen. Wie man sich so vorstellen kann. Und ja, es war ein bisschen schade, dass ich ganz, ganz viele Eindrücke mit der Kamera nicht festhalten kann. Aber ganz großen Dank an Tanja, die mit mir 70 Kilometer oder so zusammengelaufen ist. Ich glaube, wir haben uns ganz gut gegenseitig gezogen. Ich bin stolz auf den Stulle, dass der auch innerhalb von 23 Stunden absolviert hat. Naja, jetzt gibt es erstmal eine Routine. Ja, Frühstück ist lecker. Endlich mal keine Brühe. Kein Schmalzbrot, kein Käsebrot. Auch wenn es alles lecker war. Aber so ein schönes, leckeres Joghurt und ein Brötchen mit Rüben-Sirup. Kann ich schon möglich machen. Ein wenig Regeneration am Fuße des Fernsehturms tut schon ganz gut. So, hier tummeln sich die ganzen 100-Meilen-Finisher. Die Siegerehrung der Einzelläufer ist gleich am Start. Das Problem ist nur, unser Zug fährt schon um 14:30 oder 14:20. Von daher muss ich dem Stulle das mitgeben, dass er für mich die Urkunden-Finisher-Medaille und Wackel abholt. Kein Problem. Ich bin ein bisschen traurig, aber dafür kann ich gleich im Zug sitzen und ein wenig relaxen. Ja, was soll ich sagen? Werner Sonntag hat schon gesagt, einmal im Leben musst du nach Biel. Hey! Glückwunsch! Jetzt versuche ich es nochmal. Also, gab ja noch so ein kleines Pläuschen gerade, aber jetzt fange ich nochmal an. Also, Werner Sonntag hat gesagt, einmal im Leben musst du nach Biel. Und ich finde, einmal im Leben musst du nach Berlin im Mauerweg laufen. Laufen und vielleicht auch finishen. Schön war's. Ja, jetzt geht's zum Zug. Ein wenig relaxen im Zug und dann schauen wir mal, was noch so kommt.